Habe ich jetzt... Ich habe noch 11.000 Gold. Mal kurz auf die Karte schauen. Ich wollte jetzt hier die Strecke hier bei der Hafenstadt nochmal eben gehen, und zwar die hier. Hier ging es auch Richtung Hafenstadt, würde ich auch nochmal eben langlaufen. Vielleicht finde ich da noch einen Echsentrop, um hier noch die fehlenden Teleportsteine noch zu finden. Das wäre ja ganz schön, wenn wir das auch noch eben dann vollständig haben. Na. So, mal eben sehen. Da ging es jetzt hier unten, ging es ja jetzt Richtung... Ach, da ist ja nochmal Patty, die ist ja nochmal hier. Jetzt geh doch endlich und bring diesen verfluchten Vulkan zum Schweigen. Aha, ich dachte, sie wollte wieder... in die Kneipe... So, da sind nämlich noch Echsen. Oh yeah. Oh yeah. So, das war hier die westliche Ruine. Und jetzt, die Frage, ich würde jetzt mal eben den Weg mal eben hier lang gehen. Auch noch. Level aufgestiegen. Da, 13 von 14. So, ich denke mal, dass da dann ja auch nichts mehr kommen wird, oder? Da ist noch ein Wolf. Zwei. Nee, ich denke mal, dass wir jetzt da oben noch was finden werden, hier auf dem Weg dort zur Hafenstadt, da oben über der Brücke.
wir noch nicht waren. Da ist noch eine Panzergrille. Mal eben noch mal eben mitnehmen. Zwei Stück. So. Der Novizenhof. Da liegt ja noch so ein Krallenfalter, den wir noch gar nicht ausgelootet haben. So, nicht meine. Das war jetzt hier dieser Weg. Den sind wir noch gar nicht gegangen. Sehen. Und zwar hier, da ist ja auch noch, das sieht ja auch noch ein bisschen aus hier wie so eine Anführer. Ja, ich weiß gar nicht, hier ist noch so. Da ist auch noch einer. Ich würde mal eben nochmal hier nochmal einen Trank einwerfen. Da ist nochmal drei. Nachladen hier. Ist ja gar nicht, ey. So. Dann sind der Anführer. Ja. Und dann schnappen wir uns nochmal eben den hier. Da sind ja auch nochmal zwei. Ja. Oh. Da war der Teleportstein, der fehlende.
Alles klar. So. Ich wollte hier über die Brücke. Mal sehen, was da noch so los ist. Da sind ja auch noch hier. Und die holen uns nachher auf dem. Die sind noch Gnome. Immer noch gar nicht, ne? Ein Schlag, hey. Dann baue doch gar keine Deckung mehr auf, so richtig hier. Den kleinen Viechern hier, die. Also vorbeigehen, weil mir erledigen auch die Wölfe hier, ob dann zwei oder vier sind, das ist ein bisschen egal irgendwie. Und haut da einfach nur noch so durch. So, da ist ja auch noch ein Wildschwein. Hier. Keiler hier. So, dann wollen wir mal eben sehen. Das mit den Anführern habe ich, glaube ich, noch nicht erledigt. Vielleicht müssen wir dann doch noch mal die Strecke noch mal runter da zur Hafenstadt. Aber ich möchte erstmal eben die Strecke hier oben mal eben noch mal ablaufen. Kleinkram. Hier war der Häuptling. Oh, 3 Gold und nichts dabei, so richtig. Da ist noch eine Sichel. Da war noch ein Werkzeugbeutel. So, mal sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch eine Quest irgendwie noch kommt. Ob das hier einfach noch mal so ein bisschen so zum Austoben noch mal so eine Strecke ist hier. Aber noch mal ein paar Erfahrungspunkte noch mal eben sammeln kann. Vielleicht können wir noch mal ein Level aufsteigen und dann nochmal sehen, dass wir nochmal ein paar Lebenspunkte oder so nochmal da drauf packen. Hier haben wir ein Gnomenlager. Mal hier 5-6 Stück hier. Das ist auch gar nicht. Man läuft einfach nur noch so durch, ne? Da ist auch noch ein Werkzeugbeutel bei gewesen. Oh, ist ja nochmal ein schöner Blick auf die Hafenstadt hier. Hier waren wir noch gar nicht. Schön, ne? Ich weiß auch gar nicht hier, was. Na, nee, das ist der. Da, wo der Carlos die ganze Zeit war, der Kommandant hier, dieser Bereich. Ja, mal sehen. Hier noch ist noch eine Höhle, sehe ich da gerade noch. Hier ist noch eine Wichtelkappe. So, mal sehen.
So. Ja, eben eins nach dem anderen. Also wir kamen von hier. Auch eine Menge Werkzeugbeutel, ne? Da haben wir noch einen Ring, hier haben wir noch eine. Auch ein Gnom, noch eine Truhe haben wir ja noch. Eine Minze, also ja auch noch eine Menge Zeugs. Hier war noch mal so eine mittlere Truhe hier. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Nochmal von vorn. Geschafft. Ja, nochmal ein Brot hier, nochmal ein Lichtzauberperle. Also, das ist ja auch noch eine zweite Ebene, ist ja auch noch hier. Das wäre die alternative Strecke gewesen hier, wenn wir hier mit den Werkzeugbeuteln hier auf der anderen Seite das hat sich gelohnt. Ja, nicht weitergekommen wären. Wenn wir das hier mit dem Görger vielleicht nicht gepackt hätten oder da mit den Ghoulen. Das ist ja nochmal ein richtiges Lager hier. Da ist auch nochmal ein Werkzeugbeutel. Dornenkeule. Ja, so, und jetzt mal überlegen, da hinten, ne? Das sieht mir so aus, als wenn man da auch noch mit einem Levitationszauber rüberkommt. Da unten ist ja dieses Tal hier von der. Ja, das müsste dieser Seiteneingang hier von der Hafenstadt sein, dieser Hintereingang. Das würde ich jetzt mal probieren, ob wir da mit einem Levitationszauber rüberkommen. Ich müsste ja noch einen haben, 4 Stück. Ja. Ja! Ja! Ja, interessant. Beere, hier haben wir noch. Hier so ein kleiner Grabstein in der Wichtelkappe haben wir hier noch. So, mal sehen. Dann haben wir hier Goldmünzen, kleiner Smaragd. Und hier haben wir noch eine mittlere magische Heilung. Goldmünzen, ein Ring. Ruhe in Frieden. Ja. Naja, das ist hier nochmal so ein kleiner Bonus.
weiß auch gar nicht, hier Ring, ob da jetzt irgendwas bei ist, was wir noch nicht haben. Oh, ich weiß gar nicht, hier Ring. Ah, wahrscheinlich ein normaler Ring. Ah ne, sieht nicht so aus, als wenn da irgendwas Seltenes dabei ist. Na gut. Zwei Levitationszauber hier verbraten, aber war ja haben wir wieder eine besondere Stelle gefunden. Hier ist ja auch noch eine Kiste, da hätte ich nie hingeguckt, wenn wir nicht auf die Seite gegangen wären. Ich guck denn hier hin? Eine einfache Truhe. Auch nochmal abgeschlossen. Nochmal Fanfaren. Wer sagt's denn? Mittlere Heilung, 30 Gold. So. Gut, dann haben wir das hier auch erledigt. Goldbrocken, bisschen Kleinkram. Haben wir erledigt. Gut, aber immer noch Echsen, ne? So, Heilkraut.